Hallöchen, meine lieben Pilzfussel. Ich bin's, eure Fussel. Ich wollte euch nur ein kurzes Video machen, ihr Lieben. Ich habe ja von der lieben Petra meinen Gewinn bekommen. Ist ja wohl klar, dass die Rosen zu mir pinden. Ich bin da richtig glücklich drüber. Weil hier werde ich nämlich alles reintun, was mit meiner Krankheit zu tun hat. Meine Papiere und vom Krankenhaus und die CD und so weiter und so weiter. Und das kommt hier rein, wisst ihr? So. Und da bin ich richtig glücklich mit. Guckt mal, wie schön. Und hier Taschen und hier sind große Taschen. Und da kann man richtig, richtig viel reintun. Und ich liebe das. Das hat die liebe Petra richtig toll gemacht. Und ich habe es gewonnen bei ihr und ich bin natürlich mega glücklich darüber. Ja, das werde ich immer mitnehmen, morgen auch. Und natürlich nehme ich auch noch andere Sachen mit. Ja, richtig cool. Da danke ich dir ganz, ganz lieb für, liebe Petra. Weil du weißt ja, Rosen ist ja voll meins, ne? Das weißt du ja auch. Und deine Papierchen, die du mir mitgeschickt hast, diese Sprüche, die finde ich richtig mega schön. Vor allen Dingen diese Umrandung da drumherum, die finde ich absolut genial. Und die altdeutsche Schrift ist sowieso meins. Und ich liebe das einfach. Und auch das Papier, wie das schon so angefärbt ist. Ne? So. Ja, finde ich richtig klasse. Und das lasse ich extra draußen, weißt du? Weil das kommt nämlich, dieses hier, kommt dann später mit in das zweite Freundebuch, weißt du? Und die anderen Sachen, die habe ich schon im Karton. Die habe ich schon weggepackt, also die Papierchen, okay? Und dein Brief, der kommt natürlich auch mit ins Freundebuch. Dann wollte ich berichten, gegenüber von uns ist ja ein Einkaufszentrum. Und in diesem Einkaufszentrum, ihr werdet es mir nicht glauben, gibt es ein, wie sagt Petra immer, ein Günstigladen, also nicht Günstigladen, wie sagt man? Ich komme jetzt wieder nicht auf das Wort. Naja, jedenfalls, wo man für wenig Geld Bücher und sowas kaufen kann und kleine Dekosachen und sowas und Kinderbücher und Spielzeug auch und Klamotten, ihr wisst schon, für wenig Geld. Und da stand draußen eine Kiste. Und die haben das jetzt alles umgebaut bei uns. Und das ist richtig schön geworden. Und das sind richtig tolle Sachen, die man da kriegen kann, für wenig Geld. Und ich habe 3 Bücher gefunden, die ich unbedingt mitnehmen musste. Warum? Weil die einfach so einen geilen, 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 geilen Einband haben. Guckt euch das mal an. Richtig cool. Von hinten sieht so aus. Ich lese mal eben vor, was da steht. Abenteuer, Abenteuer. Der Fluch der Opale von Viktor Holt. Dann ist, das sind mehrere in einem Buch, ne? Robin Cook, Fieber und Rüdiger Neberg, Abenteuer, Abenteuer. So. Und dann habe ich das noch gefunden. Todesangst, dann der Bär und spätes Gedächtnis. Und Fluch ohne Wiederkehr, meine kleine Arche Noah und Recht oder Rache. Ja. Und ich finde einfach nur diese Einbände schon alleine. Guckt euch das mal an, das ist ja wohl mal mega geil. Ja, guckt euch das mal an, wie cool das gemacht ist. Und ihr seht schon, es ist genäht, ne? Es ist genäht. Und die Papiere sind wunderbar. Hier sind sogar ein paar Farbfotos drin. Ne? Das ist jetzt für meine Zwecke nicht jetzt unbedingt, brauche ich jetzt nicht unbedingt, ne? Ihr wisst schon. Und ich werde diese Bücher einfach zum Schneiden nehmen. Damit mir dieser schöne Einband hier erhalten bleibt. Vielleicht schneide ich den auch hier auf, hier auf, hier auf. Dass man den wie ein Fenster aufmachen kann. Ich weiß es noch. Oder wie eine Tür aufmachen kann. Ich weiß es noch nicht. Ich habe auf jeden Fall schon ein paar Ideen, ihr Lieben. Und ihr seht schon, die sind unterschiedlich. Hier ist weniger und hier ist mehr, ne? Aber hier habe ich auch schon angefangen, ihr Lieben, nämlich zu kleben. Ich habe hier geklebt mit Holzleim.
drei Seiten aufeinander. Und ja, es geht. Man darf nur nicht so viele aufeinander, so viele Seiten nacheinander machen. Es muss immer gut durchtrocknen. Weil so alte Papiere, die wellen sich dann schnell, ne? Aber das zieht sich wieder gerade. Und ihr seht, ich habe das ohne Luftlöcher oder sowas hingekriegt mit diesem, ich zeige euch das mal, mit einem Bastelleim. Es ist, man kann es machen. Ne? Jetzt will ich aber erstmal gucken, wie sich das weiter verhält. Ne? Ich habe das ja sonst mit Klebestift gemacht. Und ja, ich muss mir ja irgendwie weiterhelfen. Ne? Ich habe noch kein Mod Podge. So, und dann will ich euch mal zeigen, dass, wo habe ich denn jetzt meinen Pinsel? Ach, da. Dann will ich euch mal eben zeigen, wie ich das mache. Es ist einfach, ich mache hier ein bisschen Kleber drauf. Ne? Und dann matsche ich mir das hier rein. Aber schön immer hier oben an den Ecken. An den Ecken und an den Kanten schön, dass es schön, ne? Also sollte überall Kleber hinkommen. Einfach, ihr seht ja, wenn ihr ein bisschen schräg guckt, dann seht ihr, wo alles Kleber ist und dann zeige ich euch mal was. Viele machen jetzt so. Das ist aber verkehrt. Ich mache es so. Ich habe das nämlich gesehen. Pass mal auf. Das ist jetzt ganz wabbelig, okay? Ich ziehe die Seite und ich mit Straffung, also ich merke, dass sie gespannt ist, die Seite. Und tippe sie hier mit dem, ach, ich sehe das ja gar nicht. Und tippe sie hier mit dem Zeigefinger an. So. Ja? Und dann streiche ich das von hier nach hier. Ich habe auch hier so eine Karte. Die nehme ich auch manchmal zu Hilfe. Ne? So. Und immer so mache ich das. Und es klappt eigentlich ganz gut. Wenn euch hier am Anfang, weil das Papier jetzt feucht ist von dem Kleber, wenn euch das am, wie soll ich sagen, wenn euch das so weich wird, das merkt ihr ja, ne? Und dann hört er halt auf und lasst es erstmal trocknen, ne? Ist ein bisschen umständlich, aber ich will es mal ausprobieren, wie das klebt und ne, deswegen habe ich mir jetzt mal ein paar Seiten vorbereitet. Und habe die auch schon ein bisschen trocknen lassen, aber ist immer noch feucht. Und mit dem Klebestift, das fand ich gar nicht mal so verkehrt. Also das fand ich gar nicht mal so verkehrt. Weil der eben nicht so feucht ist, ne? Und da suppen die Seiten auch nicht so durch. So. Lege ich mal hier auf. Und dann nehme ich mir wieder hier in der Mitte ungefähr. Seht ihr, ich halte das Buch hier so ein bisschen fest. Ja, ziehe mir das hier so rüber und ich merke, das ist gestrafft. Mache mir das hier so fest, da ist es hier immer noch locker. Und dann streiche ich mir das hier so runter. Wenn ihr ein schlechtes Buch habt, geht euch das im schlimmsten Falle hier auseinander, weil es so aufgeweicht ist. Ja? Das ist ein bisschen, naja, mit dem Klebestift ist es besser, will ich nicht sagen, weil, aber, ja, einfacher irgendwie, ne? So, dann streiche ich mir hier die Seiten so ein bisschen schön glatt und drehe ich das um. Ja, und dann muss ich das ruhen lassen. Guck mal, ich habe hier jetzt, hier habe ich angefangen, das ist schon ziemlich feste, ne? Aber ihr hört noch, ist noch Feuchtigkeit, ne? Das ist auch noch feucht. Hier auch noch feucht. Ja, das muss jetzt trocknen. Da kann man ja mal einen Föhn, mit dem Föhn nachhelfen vielleicht. Das werde ich auch gleich mal machen. Ne? Naja, und das muss jetzt trocknen und dann zeige ich euch mal noch was, was ich weitergemacht habe. Lassen wir mal hier liegen. So, die Bücher habe ich euch alle vorgestellt. Schöne, ne? Das ist richtig schöne. Kann man hier auch ein Journal von machen. Mal gucken. Und jetzt zeige ich euch mal, ihr Lieben, wie ich weiterverfahren habe. Ich habe euch ja gestern schon gesagt oder erklärt, ich habe es nicht bis ganz zum Ende geschafft. Leider. Ich muss halt noch ein bisschen üben, aber ich gebe nicht auf. Ich gebe einfach nicht auf. So.
Und jetzt zeige ich euch mal, was bis jetzt dabei rausgekommen ist. Könnt ihr diese Tiefe sehen? Könnt ihr sie sehen, ihr Lieben? Diese Tiefe. Ja, ne? Ja, ihr Lieben. Weiter habe ich es leider nicht geschafft. Hier muss natürlich noch was hin. Ich weiß noch nicht, was es wird. Ich bin mir noch nicht sicher. Aber hier, finde ich, habe ich schon mal gut Vorarbeit geleistet. Hier gehe ich natürlich noch mal über das Schwarz ein bisschen mit Braun drüber, ne? Und so. Mal gucken, ne? Aber ihr seht, ich habe ein paar Seiten gemacht. Es wird ja immer weniger, immer weniger, immer weniger. Ich zeige es euch mal. Seht ihr? Ja. Ne? Und ich habe versucht, wirklich... So, hier ist die letzte Seite. Ne? Mit einem kleinen Edelstein. So, und dann habe ich mir gedacht, Mensch... Ach nee, es ist gar nicht die letzte Seite. Stimmt gar nicht, was ich euch da erzähle. Jetzt ist er abgegangen. Ach, kleben wir gleich wieder an, ist nicht so schlimm. So. Hier ist die letzte Seite. So. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, jetzt hast du noch so viel Platz. Was machst du denn jetzt? Naja, und dann mache ich hier einfach eine neue Szene, oder wie man das sagt. Ne? Soweit wie ich komme. Vielleicht schaffe ich es ja diesmal bis zum Ende. Ne? Ich will es unbedingt schaffen. Und da müssen wir ja auch noch ein paar Seiten zusammenkleben hier. Ne? Das sind ja alles Einzelseiten. Die muss ich erstmal kleben. Ne? Ja, und dann kann ich da weitermachen. Und dann überlege ich jetzt schon, wie ich weitermache. Und dann habe ich nämlich sowas hier mal bekommen in der Tauschpost. Oder sowas hier. Oder sowas hier. Und eben solche Sachen hier. Ja? Die will ich mal probieren. Da schneide ich mir die alle aus. Mache die mit Wasser. Ne? Und dann klebe ich mir die so schön hier überall hin. Und ich fange aber diesmal in der Mitte an. Dass ich die Blumen hier in der Mitte setze. Dass ich nur am Rand ganz außen anfange. Und dass ich dann... eben immer kleiner wird. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe ja mehrere Blüten. Ne? Da könnte man schon 1, 2, ja 3, 4 Seiten könnte man damit hinkriegen. 4 Seiten mit diesen Bögen. Ja, oder ich mal wieder, ich weiß es noch nicht. Oder ich mache Aquarell, ich kann es euch noch nicht sagen. Aber ich bin immer noch auf der Suche, wie ich eben auf eine schöne Art und Weise, weil ich ja zu dummi bin, wirklich diese normalen Rankeln zu malen mit ein paar Blätterchen dran. Mir gefällt es einfach nicht, wie ich das mache. Wisst ihr? Ich finde das hässlich. Und dann ist mir so ein Stempel alle mal tausendmal schöner, ne? Und ja, aber mit dem Stempel, ich weiß auch nicht. Ich lasse mir mal was einfallen, ne? Ich lasse mir mal was einfallen und ja, okay. Dann würde ich sagen, ich habe euch alles heute gezeigt, was ich euch zeigen wollte. Ach ja, nee, habe ich nicht. Und zwar ist mir noch eine Idee gekommen, ihr Lieben. Das wollte ich euch nämlich gezeigt haben, genau. Und zwar habe ich hier von meinem Tienchen richtig geile Stanzteile. Ich habe ja so eine Stanze nicht. Ich habe zwar eine Stanze, aber ich habe nicht solche Stanzschablonen, ne? Ihr wisst schon. So, und jetzt habe ich mir überlegt, Mensch, du hast so viele von den Sachen. Mach doch einfach auch mal so eine Seite mit Stanzteilen. Wisst ihr? Dann klebt man sich das praktisch in dieses Oval praktisch. Dann klebt man die Seiten erst später zusammen. Weil man ja die Hälfte von denen rausgucken lassen will und die andere Hälfte eben nicht. Wisst ihr, was ich meine? Ich zeige euch, was ich meine. Und dann kann man das zwischen zwei Seiten packen. Ja, und das ist doch eine coole Sache. Mal gucken, ob es funktioniert. Ich weiß es noch nicht. Und dann könnte man doch auch hier diese wunderbaren Sachen hier, wie zum Beispiel hier, diese Laterne. Die muss doch einfach in so ein Buch rein, oder nicht? Das ist doch genial einfach, wenn man die damit reinarbeitet. In so ein Geschehen. Man könnte ja auch eine Stadt machen. Im Hintergrund dann irgendwie, ne? Es geht ja alles zu machen. Ein paar Pflanzen mit reinbringen. Hier so ein
Na gut, der große Schmetterling, der wird jetzt nicht gerade, aber der könnte vorne aufs Cover zum Beispiel. Und hier diese filigranen schönen Sachen. Die passen doch absolut in so ein Buch rein. Ne? Ich werde mir die jetzt mal raussuchen, ihr Lieben. Da werde ich mal ein bisschen was machen. Und wenn ich soweit bin, dann zeige ich es euch wieder, okay? Ihr Lieben, ja, bleibt mir gesund, passt auf euch auf. Und wir hören, wir sehen. Bis baldi. Eure Filzfrösel.